Kommen wir zur Frage 2 der Kollegin Schreiber. Bitte, Herr Staatssekretär. Ja, es geht darum, dass ein Compact stattfinden soll in Äthiopien, der die Schaffung von 100.000 Arbeitsplätzen anvisiert. Und zum Sachstand. Der Sachstand ist so, dass die Verhandlungen noch nicht so weit vorangeschritten sind. Es ist vor allem so, dass auch die Bundesregierung noch keine konkreten Unterlagen vorliegen hat und erst nach Vorliegen solcher Unterlagen das bewerten kann. Generell ist es natürlich außerordentlich bedeutungsvoll, wenn es gelingt, eine so große Zahl von neuen Arbeitsplätzen anzuvisieren, zumal das Land Äthiopien erklärt hat, dass 30% dieser Arbeitsplätze für Flüchtlinge zur Verfügung gestellt werden sollen. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Dann danke schön für Ihre Antwort. Können Sie mir bitte Details zu den Industrieparks nennen, in denen diese Flüchtlinge Arbeit finden sollen? Inwiefern erhalten die dort gefertigten Waren einen präferierten Marktzugang nach Europa? Inwiefern werden diese Parks steuerlich begünstigt? Und welche Arbeits- und sonstigen sozialen Rechte gelten für die dort arbeitenden Menschen, insbesondere für die Geflüchteten? Und wer garantiert für die Einhaltung von Arbeits- und Menschenrechten, abgesehen von der äthiopischen Regierung? Also wir würden diesen ganzen Entwicklungen nur dann zustimmen, wenn die Menschenrechtsfrage und auch das Arbeitsrecht geregelt ist in einer Weise, dass es für die Menschen hilfreich ist. Insgesamt ist noch nicht absehbar, in welchen Feldern das Ganze stattfinden wird von den industriellen oder gewerblichen Bereichen. Ich weiß, dass man im Bereich Textil in jüngerer Zeit sehr interessante Vorhaben hat, wo auch die Normen eingehalten werden, die wir in unserem Textilbündnis zur Grundlage setzen. Also seien Sie ein bisschen optimistisch, dass auf dieser Welt auch mal was Positives passieren darf. Sie haben das Wort zu einer zweiten Nachfrage. Trotzdem habe ich noch eine Frage, die jetzt nicht so optimistisch ist. Wenn man sich den Blueprint für den Ethiopian Jobs Compact, den Jordan Compact anschaut, fällt das bisherige Ergebnis ziemlich ernüchternd aus. In Jordanien finden sich kaum syrische Flüchtlinge, die in den neu geschaffenen Industrieparks arbeiten wollen. Erstens, weil die Arbeitsbedingungen sehr schlecht sind und zweitens, weil die Industrieparks in gänzlich anderen Landesteilen angesiedelt sind wie die Flüchtlinge selbst. Und inwiefern haben Sie die Hoffnung, dass das in Äthiopien alles ganz anders ist? Also als Christenmensch habe ich grundsätzlich Hoffnung für die Zukunft. Und deswegen auch in diesem Fall. Man lernt ja auch an Fällen, die weniger gut gelaufen sind, und kann dann Strukturen entwickeln, die dann bessere Ergebnisse bringen. Und insoweit schauen wir uns das ganz genau an. Und wir haben, wie gesagt, eine Fülle von Erfahrungen in der Zwischenzeit in verschiedenen Kontinenten, beispielsweise unser Programm Cash for Work und auch viele andere Maßnahmen im Bereich der Deutschen Entwicklungsgesellschaft, sodass wir sehr wohl in der Lage sind, hier das frühzeitig dann einzuschätzen und entsprechend auch unsere Vorstellungen dazu abzugeben, wie das Ganze werden soll. Zu einer Nachfrage hat die Abgeordnete Polert das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich frage die Bundesregierung, ob sie in diesem Fall Äthiopien als sicheren Drittstaat für Flüchtlinge ansieht. Ja, da gilt das Gleiche wie vorher schon gesagt. Ich meine die jetzige geschäftsführende Bundesregierung. Ich sage das trotzdem so. Ich lasse mich da jetzt in diesem Stadium kurz vor einem Koalitionsprogramm und nicht auf Einzelheiten ein. Dann verfahren wir weiter. Die Frage 3.